Wolfenstein, The Old Blood! Ah, das war jetzt ein bisschen schlecht. Ich habe das ein bisschen gerade verpeilt, weil ich nämlich was sagen möchte, und zwar zur letzten Folge. Da hat das ja so ein bisschen geflackert. Ja, das lag an Nvidia. Da war irgendwie eine Einstellung, das musste man ändern und dann funktioniert das auch. Die genaue Einstellung kann ich jetzt nicht sagen, falls ihr auch irgendwie aufnehmen Probleme damit habt. Einfach googeln, das findet man sofort, wenn man da irgendwie nach Nvidia Shadowplay flackern sucht. So, wir sind jetzt gerade noch mal an der Stelle hier, weil Speicherpunkt und so. Die Lilien singen im Mondschein. Aber ist ja halb so wild. Ich bringe sie zu Herrn Kessler. Machen Sie das. Wie heißt du? Annette. Und Sie? William J. Blazkowicz, US-Militär. Nennt man Sie so? Natürlich nicht. Er hat mich immer Billy Boy genannt. Billy Boy. Seltsamer Name für einen erwachsenen Mann. Ach, manche nennen mich einfach BJ. Schon besser. Sie sehen aus wie ein BJ. Danke fürs Kompliment. Es ist immer noch lustig. BJ, danke für das Kompliment. Genau hier haben wir das letzte Mal aufgehört, haben da oben dieses Pixel, also diese, das alte Wolfenstein quasi gespielt. Ladies first. Ah. William J. Blazkowicz, US-Militär. Ja, ich erkenne Ihre Stimme wieder. Wo ist Ihr Freund? Agent One ist tot. Tot? Annette, mein Kind, überprüft die Fenster und versteckt sich dann unten in der Höhle. Ja, Herr Kessler. Herr Kessler, was passiert da? Da passiert doch gar nichts. Also klar, ich höre Stimmen und so, aber ich sehe nichts. Was soll ich tun? Ja, davon sollten wir wieder was mitnehmen. Medischock? So, das sind Konserven, Rindfleisch und so. Also Leben. Das sieht hier irgendwie nach harter Fight aus und so. Ups, das wollte ich nicht. Was ist das? Limit erreicht. Unendlich Munition. Okay. Da hinten steht noch irgendwas. Ja, lass mich mal bitte. Ach, ich... BTF? Ich muss sie nach unten bringen. Ja, dann los. Ich wollte gerade was erzählen. Erledigen Sie die Schweine, Agent Blazkowicz. Töten Sie alle! Ich muss kurz warten, ich habe irgendwas hinter meinem Mauspad. Schließen Sie diese Tür ab und erst öffnen, wenn ich es sage. Genau, ich gegen alle. Hey. Ich begrüße euch hier in der Taverne. Ich hoffe, ihr habt Geld und Lust mitgebracht. Was ist das? Geld habe ich nämlich keins. Aber Lust. Aber Lust sollten wir ja alle haben. Schnelles Nachladen. Schön. Gibt es auf dieser Welt. Zu viele, mein Freund. Gibt's ja auch noch welche hier in der realen Welt. Och. Komm schon! Da hätte ruhig einer von euch mal daneben stehen können. Ah, das war drüber. Auch das war drüber. Ach, come on. Granaten. Nee, ich habe keine Granaten. Scheiße. Nimm mein Messer!
Leute. Mal kurz Pause, ich muss nachladen. Wo kommt der denn her? Das war's. Jetzt kann ich den Keller öffnen. Sind denn die Stimmen jetzt schon wieder so leise? Das ging noch beim letzten Mal eigentlich. Warte mal. Sound. Sprachlautstärke machen wir mal ein bisschen hoch. Wann sollte das eigentlich funktionieren? Munition hiermit erreicht. Medikit war jetzt eigentlich wieder Quatsch, aber ist ja egal. Genau, die Rüstung noch mitnehmen. Alles klar. Die Kerle sind tot. Sie können... Amerikaner! Ist schon gut. Du hast meinen Hund getötet! Ich? Meine Greta! Oh, du bist es. Wir beruhigen uns erstmal wieder, okay, Herr Jäger? Wir können erstmal drüber reden. Sagen sie alle. Nichts Böses. Das war's, ja. Deine Greta hat mich vielleicht angegriffen. Oh, irgendwo tut er mir ja auch leid, aber er ist ja selber schuld. Ich verstehe das sehr gut, ich habe auch ein kleines Wauzi. Vielleicht nehme ich mal die Schrotflinte, mal gucken, wie das... Zu weit. Mach das mal, mein Freund. Ernsthaft. Ich hab doch noch das schöne Teil hier. Oh, das ist jetzt aber nicht gut. Deine Brust aber nicht mehr. Bräuchte eventuell ein bisschen Rüstung oder Leben. Bin ich dämlich? Oh. Ich glaube nicht. Oh, warte mal. Wo wir gerade dabei sind. Und ich habe explosive Geschosse. Nur weil die aus Stahl ist, bist du nicht unbesiegbar. Hallo? Ohne Kompromisse hat er den einfach mal das Rohr in den Kopf geschoben. Oder ein Messer. Ich hab das jetzt nicht ganz genau gesehen. Ihrem Kameraden tut mir leid. Danke. Wie war noch sein Name? Wesley. Was ist mit dem Mädchen? Sie kommt mit uns. Ich meine, wo kommt sie her? Ich habe sie aus einem Gefangenentransport nach Wolfsburg gerettet. Ihre Familie ist tot. Ich bin alles, was sie hat. Ich habe vergessen, auf die Uhr zu gucken. Wo ist sie denn eigentlich? Geht's ihr gut? Da unten, okay. Ja, so ein Hundebiss kann auch... Alter, ganz schön unschön werden. Was ist denn jetzt hier los? Ich glaube, das wird eine richtig krasse Lesestunde hier. Was soll das? Au. Flugblatt! Studenten erhebt... nee, das ist, glaube ich, was anderes. Studenten erhebt euch! Mitstudenten! Unser großartiges Land wurde von einer Bande von Verbrechern als Geisel genommen, die dem freigeistigen Denken der Studenten entgegenwirkt. Das Erziehungswesen wird systematisch von innen durch die moralische Elite in Gestalt von Studentenanführern und Verwaltungsbeamten der Partei korrumpiert.
Das ist eine Schande. Doch wenn die Zeit kommt, aufzustehen und seine Stimme dagegen zu erheben, ist die Stille ohrenbetäubend. Kann es sein, dass wir nichts anderes verdienen, als wir bekommen? Unser Land war bereits in den Händen von so vieler Tyrannen. Doch dieses Mal sind wir geschlossen in das Maul des monströsesten Tyrannen aller Zeiten gesprungen. Ich weiß, dass viele von euch diese Meinung teilen und ich weiß auch, dass viele von euch Angst haben, die Stimme zu erheben. Doch wenn ihr es tut, solltet ihr euch im Klaren darüber sein, dass sie euch holen werden. Sie werden unsere Jugend holen. Wenn die Zeit gekommen ist, werden unsere Brüder und Söhne in den Krieg geschickt, auf dass sie ihr Blut auf fremden Boden vergießen. Und es gibt nichts, was wir dagegen tun können. Wollen wir es zulassen, dass diese Partei von Fanatikern uns in die Katastrophe führt? Oder werden wir den Kurs dieses Landes ändern und eine Zukunft ohne Tyrannei zu erreichen? Ihr habt die Wahl. Erhebt euch. Verteidigt den Namen unseres Landes. Lasst nicht zu, dass er mit Schande besudelt wird. Steht auf gegen die Fanatiker unseres Regimes für ein neues und freies Europa von den belastenden Fesseln der ideologischen Erziehung. Für ein Europa, in dem alle gleich sind. Erhebt euch, denn schon bald ist es zu spät. Brigitte Gessler, Studentin der Philosophie. Oh je. Das war intens jetzt. Für Herr Ludwig Kessler, Adresse Königstraße 12. Barbital, 1 Milligramm. Gegen Depression. Oh, Anwendung wie verschrieben. Monat Januar, behandelter Arzt Dr. Bernhard Hirsch. Also ein Brief. Brigittes Brief. Mein Liebster, draußen weht ein kalter Wind. Er rüttelt an den Fenstern. Während ich hier sitze und dir diesen Brief schreibe, frage ich mich, was du wohl gerade so tust. Oh fuck, ich wollte runterscrollen. Wird etwas aus der Geschichte, auf die du gestoßen bist? Ach so. Ich weiß, dass dir die Arbeit als Journalist unter dem Regime nicht leicht fällt. So ergibt das natürlich Sinn. Wenn du das Gefühl hast, dass du das Land verlassen musst, werde ich dir überall hin folgen. Wie wäre es denn mit England? Hattest du dort nicht Freunde? Ja, ich vermisse dich auch. Zu sagen, ich läge in der Nacht nicht wach, würde meine Sehnsucht nach dir spotten. Manchmal wache ich aus Fieberträumen, denen wir uns einander hingeben. Ich spüre, wie mir ganz warm wird, während ich diese Zeilen schreibe und daran denke. Ich wünschte, du wärst jetzt hier bei mir. Ich wünschte, ich könnte dich berühren, deine Wärme an meinem Körper spüren. Es ist dir viel kälter als sonst gegen Ende September. Diese Stadt verändert sich. Tag ein, Tag aus höre ich draußen vor dem Fenster das Trampeln ihrer Stiefel. Nicht zu fassen, dass ein so kleiner Mann so große Probleme heraufbeschwören kann. Ich habe Angst davor, was aus unserem Land geworden ist. Ich war gestern mit Anna im Lichtspielhaus. Als der Film zu Ende war und wir nach Hause gingen, wurden wir von ein paar Jungs verfolgt. Einer von ihnen hatte meine Kolumne in der Zeitung gelesen und er mochte sie, oder mich, nicht besonders. Sie verfolgten uns und schrien uns an. Es waren hässliche Worte. Aber sie konnten uns nicht einschüchtern, so sehr sie es auch versuchten. Wir werden nicht zulassen, dass sie uns klein kriegen. Oh nein. Mach dir keine Sorgen, Liebster. Meine Freunde geben auf mich Acht. Ich habe immer Menschen um mich herum. Menschen, denen ich vertrauen kann. Ich kann es nicht erwarten, dass du wieder nach Hause kommst. In Liebe, Brigitte. Was war noch? Nee. Notiz von Kessler. Ich werde deine Worte niemals vergessen, Brigitte. Hinterfragt das System. Steht auf für die Rechte eurer Mitmenschen. Kämpft für ihre Gleichberechtigung. Seid freundlich zueinander. Und dafür haben sie dich ermordet. Ich will beenden, was du angefangen hast, Liebste. Werde ich je das Gefühl haben, dass Annette in Sicherheit ist? Vielleicht niemals. Sie will unbedingt ihre Freundin in Wolfburg finden. Irgendwann werde ich sie gehen lassen müssen. Artikel. Drei Anarchisten wegen Hochverrats erhängt. Drei Anarchisten, die als Studenten und Mitglieder eines örtlichen Terroristen, einer örtlichen Terroristenvereinigung identifiziert wurden, wurden gestern durch Erhängen hingerichtet. Die Hingerichteten wurden wegen Hochverrats zum Tode verurteilt, nachdem sie gefährlich gegen das Oberhaupt gerichtete anarchistische Flugblätter auf öffentlichen Plätzen der Hauptstadt verteilt hatten. In gewissen Kreisen der Studentenschaft verbreiten sich vergiftete Gedanken. Ich kann heute nicht lesen. Und das ist eine Gefahr für unser Land und die Männer, die jeden Tag an der Front für uns ihr Leben aufs Spiel setzen, erklärte Staatsanwalt Ernst Diedrich vor den versammelten Zeugen, die der Hinrichtung beiwohnten. Diesem Verhalten muss mit aller Entschiedenheit und der härtesten Strafe begegnet werden. Ich sollte vielleicht doch einfach langsamer lesen. Dann ist noch ein Brief hier irgendwo. Jemand Fahrrad. Fotos, Briefe, Erinnerungen an die Familie.
Agent Blazkowicz, wir müssen los. Ich bin da. Meine Sachen. Hier. Oh, danke. Hat das natürlich versteckt. Wo fahren wir hin, Kessler? In seiner Hosentasche. Nach Wolfsburg. Dort werden wir Helga finden. Und auch die Akte. Was ist denn Wolfsburg? Der Tod, Agent Blazkowicz. Der Tod. Ich bin gerade ausgebrochen, um jetzt nach Wolfsburg zu fahren, wo der Tod ist. Die Geheimnisse der Helga Schnaps. Ah. Welcher Tag ist heute? Der 17. März. Sonntag. Heute ist Feiertag. Ja. Dies ist ein Geschenk für meine Freundin. Ich habe es bei meinem Vater gemacht. Es ist doch Brauch, sich was zu schenken. Es sollte etwas Besonderes sein. Was ist das? Eine Katze. Ihr Lieblingstier. Ich wollte sie ihr geben, aber dann kam sie und... Es ist schon so lange her. Diese Stadt ist voller Geheimnisse. Durch ihre Geschichte ziehen sich Tod und Zerstörung. Und jetzt wühlt Helga in ihren verrotteten Eingeweiden mit der morbiden Neugier eines Kindes. Was ist in der Tasche? Flugblätter. Meine Frau hat früher welche verteilt in der Hauptstadt. Das Regime hat sie dafür aufgeknüpft. Wie schrecklich. Keine Sorge, Annette. Herr Blazkowicz kümmert sich um dich, wenn ich weg bin. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Oh Mann. Das wirkt hier alles schon viel tragischer als im Teil davor. Agent Blazkowicz, Sie suchen nach OSA Agent 2. Ich habe Bescheid gegeben, dass Sie kommen. Agent 2 weiß, wo Helga ist. Gut. So viel Tote für eine dumme Akte. Wenn wir sie nicht finden, werden es noch viel mehr. Annette und ich verstecken uns hier. Ich habe ein paar Funkgeräte vom Regime erbeutet. Damit sollten wir uns verständigen können. Nehmen Sie und steigen Sie jetzt aus und helfen Sie mir, das Boot unter den Steg zu schieben. Okay, dann geht es wohl weiter mit dem Morden. Scheiße. Leg dich hin, meine Liebe. Das sieht auch nicht wirklich bequem aus. Oh Mann. Das Haus von Agent 2 liegt hinter dem Marktplatz. Nordwestlich hinter dem Gasthaus. Neben Schmidts alter Bäckerei. Benutzen Sie dasselbe Passwort wie zuvor. Alles klar. Achso, Messer. So, was brauchen wir noch? Da hinten eine Karte. Obwohl ich die Karten hier eh nie benutze. Ich weiß auch nicht warum. Bis jetzt kam ich immer ganz gut klar, bis auf manchmal, wo ich aber noch nicht wusste, wo ich hin musste. Da haben mir die Karten auch nicht viel gebracht. Signale entdeckt, scheiße. Da hinten sind schon die ersten. Schallgedämpfte Pistole mal zücken hier. Hoffentlich läuft das jetzt besser als beim letzten Mal. Gut. Oder was heißt beim letzten Mal? Besser als die letzten Male. Wurde ja die letzten Male immer entdeckt irgendwie. Ja, schon wieder so ein Sprengfutzki. Futzki, ja, ist eine Mischung aus Fatzke und Futzi. Was zum Teufel? Wenn man einfach zu viel mit einmal sagen möchte. Bleibt er auch stehen? Wenn der schon mal weg wäre, wäre es nicht schlecht. So viel dazu.
den erschieße, wird der andere bestimmt darauf aufmerksam. Warum fällt denn er nicht ins Wasser? Klar könnte ich den erschießen, indem ich auf seinen Tank schieße, aber das ist so laut. Gut, die haben wir. Wo ist denn eigentlich der andere Signal, Heini? Bleib jetzt bitte stehen. Sehr gut. So, und der andere wird ja wahrscheinlich irgendwo da hinten sein, ne? Wenn hier der eine war. Ja, stimmt, durchladen sollte ich mal. Danke, Herr Blaskovic. Ja, vielleicht schaffen wir das diesmal echt, das heimlich zu machen. Bis jetzt sieht es ja ganz gut aus. Da steht ein Geschütz, na gut. Wäre jetzt nicht so heimlich. Das können wir von mir aus auch gerne benutzen, aber erst, wenn ich den anderen Typen gesehen habe. Und erledigt habe. Weil so ist mir das ein bisschen heikel. Hier war doch gerade Pistolenmunition. Egal. Wie komme ich dahinter jetzt? Ungesehen. Ja, schön, da ist der. Warum riecht das hier gerade so nach Essen? Kriegt man ja schon fast Hunger, wa? Ich glaub's auch. Komme ich denn da hin? Ein großer Stein ins Wasser gefallen. Achte gar nicht drauf. Düdüm, düdüm. Geh nach links. Ich bin gleich da. Gleich habe ich ihn. Ja, das war der. Sehr gut, dann kann ich mich jetzt um den anderen kümmern. Steht da oben vielleicht auch so ein Geschütz? Nee. Nee. Natürlich. Psst! Heimlich. Ja gut, das hat diesmal echt funktioniert. Bin ich auch schon so ein bisschen stolz, gell? Rote Tür hat aber nichts zu bedeuten. Schade. Ah, hier liegt noch einer, den wir gekillt haben. Und ich denke mal, da hinten geht's weiter. Ich denke aber auch, dass die Folge hier langsam zu Ende ist. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Like und einen Kommentar da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ich wünsche euch was. Ciao.